Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Melodie ist von diesem Scheißsong. Und wir sind wieder zurück und peace in bei dem letzten Zug, The Last Express. Immer noch einem meiner Lieblingsspiele. Und wir sind in Epernay. Epernay! Wir sind in Epernay angekommen, liebe Freunde. Und wir machen weiter. Das ist ein französischer Bahnhof, falls euch das nicht aufgefallen ist. Ja, ich weiß, was jetzt passiert. Und ich weiß nämlich auch, warum wir nicht ins Bett können. Es ist tatsächlich so, dass ich das Spiel wirklich so auswendig kenne, dass ich im Prinzip hier eigentlich durchswipen könnte, ohne Ende, ohne dass ich mir groß überlegen müsste. Was mache ich dir? Allerdings, ja, halt's Maul. Ich muss in mein Abteil. Und zwar ziemlich schnell. Denn ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Das ist eine der Stellen, wo wir länger, also ich und mein Vater damals, länger dran gehangen haben. Gucken wir unten rein. Nein, da ist nichts drin. Wahnsinn. Wo wir tatsächlich ein bisschen länger gebraucht haben, um rauszufinden, was wir hier machen müssen. Achtung. Habt ihr das gehört? Es war leider kein Untertitel zu sehen. Aber es gibt eine Polizeikontrolle. Denn, wie gesagt, jemand hat die Leiche gefunden von unserem Kumpel. Und ja, wir müssen zusehen, dass wir hier irgendwie von der Polizei nicht gesehen werden. Und es gibt diverse Wege, das zu tun. Man kann sich in dem Badezimmer verstecken von der Obolenskaja. Man kann sich hier ans Fenster hängen und den guten Viktor heißt er, glaube ich. Nein, ich komme jetzt gerade auf seinen Namen nicht. Ja, hinhängen und dem zugucken, während die Polizei das Ganze durchsucht. Da ist die Polizei. Ja, jetzt hängen wir hier so. So, das war's. Vous pouvez descendre maintenant ou rester à bord jusqu'à Chalon, comme vous préférez. Mesdames et messieurs, les voyageurs, le wagon-restaurant est ouvert. Ja, ihr habt das mitgekriegt. Die Polizei hat uns gesucht, weil, wie gesagt, oder beziehungsweise alle Passagiere überprüft, weil, ja, wie gesagt, diese Leiche von Tyler Whitney, den wir ja aus dem Fenster geschmissen haben. Oh, ein Gespräch. Mon mari est ingénieur et je vous assure que j'écrirai personnellement au chef de la compagnie afin qu'il... C'est votre droit, madame. Je vous assure que ce remue-ménage n'était pas prévu. Malheureusement, c'était la police locale. Nous avons essayé de leur expliquer, mais vous savez, nous sommes enfants. Excusez-moi, monsieur. De quoi s'agit-il, alors? Vous avez fait preuve d'une telle patience, madame, que je crois que je peux vous confier ce qu'ils m'ont dit. Bon, voyons. On a trouvé un cadavre sur la voie, madame. Tyler. La police pense qu'il a peut-être été jeté de ce train. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Oh, Fräulein Oh, Wolf. Ich glaube, Sie haben etwas verloren. Der gehört mir nicht. Verzeihen Sie, wem gehört er wohl? Ihr wisst vielleicht noch, wo wir den gefunden haben. Das war nämlich nirgendwo anders als... Oh, ja, ist ja gut. Entschuldigung. In unserem Abteil, beziehungsweise in Tylers Abtei. Und ja, der lag da so rum. Und hier steht gerade Madame Obolenskaya. Ich muss mal kurz den Namen nachchecken. Gut, dass wir diese Liste haben. Die ist wirklich sehr hilfreich. Tatjana Obolenskaya. Genau. Das hier, das sogar. Das sagt sie auch gerne. Ja, und die verlässt gerade ihr Abtei. Und da warte ich eigentlich auch noch drauf, denn das müssen wir auch noch machen. Aber wir können erstmal mit Madame Wolf Lesen reden. Sie gerade über Madame Caillou? Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden. Richtig, ich heiße Tyler Whitney. Ich weiß. Herr Schmidt hat mir gesagt, wer Sie sind. Entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne weiterlesen.
Die mag uns nicht. Die haben immer noch nicht ihren Namen gegeben. Ja. Sind Sie sicher, dass der Schal nicht Ihnen gehört? Ganz sicher. Also Fräulein Wolf ist jetzt nicht unsere beste Freundin. Monsieur. Oh, hier ist gerade der Meister unterwegs. Wo er gerade hin ist, weiß ich nicht. Ob raus oder rein oder wie auch immer. Die beiden Damen. Die übrigens tatsächlicherweise... Ah, wir könnten mal gucken, ob wir in das Abteil reinkommen. Weil wenn, dann kann ich euch was zeigen. Ah, ich glaube, das ist eines der Abteile, die tatsächlich offen stehen. Mal gucken. Ich glaube, hier. Bonsoir, Couder. Yes. Tout va bien? Oh, ne, okay. Depuis que la police est partie, tout va bien. Ja, genau. Wir sind bei den Damen im Abteil. Das sind die beiden Damen, die wir gesehen haben, da gerade im Speisewagen. Hier die Klamotten und ein paar Bücher. Ich suche eigentlich was anderes. Wo war das denn? Irgendwo ist hier nämlich eigentlich was, was man sich angucken kann, was sehr interessant ist. Ist nicht eins von den beiden hier? Tatsächlich nicht. Schade. Ärgerlich. Das scheint nicht da zu sein. Das kann nämlich sein, dass sie es auch mit hat. Es ist tatsächlich so, dass das Spiel durchaus Sinn macht. Also wenn die Sachen mithaben, dann sind die halt nicht da. Hier unten kann man nicht reingucken. Okay, ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Ist das überhaupt das richtige Abteil? Müsste eigentlich, weil das die einzigen beiden sind. Gucken wir doch mal drauf auf die Liste. Ja, Sophia de Bretel und Rebecca Norton. Was ich euch zeigen wollte, war das Tagebuch von, ich glaube, von der Norton. Und interessanterweise hat das Spiel eine... Also die beiden sind wirklich unwichtig. Also das kann ich mal wirklich so weit spoilern. Excusez-moi, Monsieur. Ja, halt's mal. Ja, wer ist da? Pardon, Milos, falsche Tür. Es ist interessant, denn in diesem Tagebuch werden... Es wird nie offen ausgesprochen, aber es wird angedeutet. Und das ist sehr interessant. Nämlich die Tatsache, dass die beiden offensichtlich eine lesbische Beziehung führen, was natürlich in der damaligen Zeit absolut ein Tabuthema war. Und dementsprechend das sehr interessant gemacht ist, dass man eben... Ja, hier steht Diana, eigentlich möchte ich mit der reden, aber geht das so vielleicht? Nee, so jetzt nicht. Naja, weil ich will ihr das zeigen, aber ich weiß nicht, warum das gerade nicht geht. Aber wir können die Streichhölzer mal rausnehmen, genau. Und wir können nämlich dann das hier machen. Aber wir können es nicht machen. Nee. Das nicht. Ah, jetzt, okay. Haben sie spricht sie uns ein an. Streichholz? Sind Sie nicht etwas zu jung zum Rauchen? Monsieur, ich bin kein kleines Mädchen. Ich habe die Saison in Paris verbracht. Ich bin müde und möchte rauchen. Danke. Stort im Presse schla. Вы говорите по-русски? Немного. Nur was meine Mutter mir beigebracht hat. Ein Amerikaner, der Russisch spricht. Dann haben Sie verstanden, was der Mann meinem Großvater sagte. Wer ist das? Sein Name ist Alexei. Wir haben als Kinder genau jeden Sommer in Odessa miteinander gespielt. Ich weiß nicht, warum er sich mit meinem Großvater streiten will. Wie kindisch. Mit der Zeit wird er klüger werden. Wie Sie. Ist sie nicht zauberhaft, die gute Tatjana. Und jetzt können wir auch das hier zeigen. Können Sie das hier lesen? Der Feuervogel, wie wunderschön. Sehen Sie sich die Schwanzfedern an. Woher haben Sie das? Von einem Freund. Worum geht es denn? Es ist ein Kindergedicht. Die Geschichte von Prinz Ivan und dem Feuervogel. Wenn Sie möchten, übersetze ich sie und gebe sie Ihnen morgen früh. Спасибо, Татьяна. Не за что. Спокойной ночи. Ach ja, die Tatjana. Das ist schon eine traumhaft süßes Bonne Mädchen. Nuit, Monsieur. So, und jetzt können wir nämlich das hier machen. Und das sieht so scheiße aus. Er guckt so blöd. Ich bin cool. Ich rauche, ich bin cool. Ja, genau, was ich vorhin erzählen wollte, die beiden Damen, also Madame Butterell und die Bretel und die Rebecca haben offensichtlich eine lesbische Beziehung. Das wird nämlich in den Tagebüchern angedeutet. Nie wirklich, also sie schreibt da nicht rein, wir haben heute Nacht wilden Sex gehabt oder so. Sondern, halt die Fresse, meine Güte. Die Alte nervt auch wirklich. Ah ja, genau, das ist auch wichtig.
Je comprends bien, madame. Dans un train ordinaire... Chalon-sur-Marne. Halt die Klappe. Chalon-sur-Marne. Le train en gare de Chalon-sur-Marne. 2 minutes d'arrêt. Tout le monde sait que madame Vol voyage toujours avec son chien. Cela fait partie de la légende romantique de l'Orient Express. Parfois, certains passagers sont extrêmement déçus de ne pas avoir la chance de voyager dans le même train qu'elle. Je ne comprends pas pourquoi tu... J'espère qu'il est attaché au moins. Bien sûr, madame. Il est très bien dressé. Merci. C'est le chien le plus adorable que j'ai jamais vu. Je suis sûr que vous remarquerez à peine qu'il est là. Je sais. Bon, on verra ça. Désirez-vous autre chose, madame ? Non. Merci. Bonsoir, madame. Auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Madame Tarell, hallo. Denn dass Madame Wolf mit einem Hund reist, ist uns ja bewusst, wenn wir das hier machen. Da ist er. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais au salon. Bonsoir, monsieur. Tür ist natürlich abgeschlossen, weil Madame Wolf ist eine ziemlich blöde Kuh. es ist wichtig, dass die Madame Butterell sich darüber schon beschwert hat. Willst du was von mir vielleicht? Nein, okay. Sehr gut. Aber können wir hier rein? Ist der gerade da? Ja, halt's Maul, ist ja gut. Verdammter Terrorist. Ja, also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Die beiden sind lesbisch. Es wird in dem Tagebuch angedeutet. Ich werde gucken, dass ich dieses Tagebuch auf jeden Fall noch in die Finger kriege. Und das finde ich wirklich, das ist eines der faszinierenden Dinge. Auch das, was wir gerade im Flur erlebt haben, dass dieses Spiel wirklich eine wirkliche lebende Welt darstellt. Nämlich also wirklich dieses Gefühl verbreitet, dass dort Menschen sind in diesem Zug, dass diese Menschen ein Eigenleben führen, dass sie Sachen mitnehmen, dass sie Sachen dalassen, dass sie gewisse Dinge tun, dass sie sich, dass sie quasi wirklich ein Leben führen. Und das ist, hat dieses Spiel sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, die Sachen sind alle geskriptet. Es geht alles nach Uhrzeit. Die Trigger sind wirklich alles in dieser Uhrzeit zu finden. Und das heißt, wenn eben in der Minute was passieren soll, dann passiert genau das. Und es ist aber auch wirklich halt auch so, dass es durchaus sich überschneidende Sachen passieren. Und es ist wirklich saugenial. Ich find's super. Und wir gucken uns jetzt noch die Nacht an, bevor ich die Folge für heute mal beende. Und die Nacht ist auch sehr interessant. Und ich halte mal wieder die Klappe. Das muss ich bei dem Spiel hier öfter tun, aber das macht nichts. Ja, das war die Nacht. War das nicht spannend, meine lieben Freunde? Ich finde schon, also das war schon der Knaller, oder? Und jetzt geht's weiter und wir gucken mal, was so passiert. Die Musik ist ein bisschen komisch. Der Typ ist nicht da, das ist seltsam. What the fuck? Und jetzt sind wir wieder bei 1? Was ist hier los? Oh mein Gott! Warum lässt du es nicht singen? Ja, war natürlich ein Albtraum. Und ein Albtraum, der ein wenig Vorhersage ist. Wir gucken mal auf die Uhr. Wir haben gute 5-6 Stunden gepennt. Das reicht für den guten Ami-Meister da hinten, ist immer noch am Pennen. Und ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen was zu tun. Und das tun wir jetzt auch. Wir hören die Geige von Frau Wolf. Ich gehe mal hier hin, damit hier jetzt nicht so viel Lärm ist. Und sage euch herzlichen Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei diesem wirklich unglaublich großartigen Spiel, dann tut das und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir haben jetzt von Straßburg bis nach München Zeit, das Geld zu finden, das der gute deutsche, wie heißt der, Schmidt von uns haben will. Und ob wir das schaffen, wir werden sehen. Bis dahin, macht's gut. Peace out.